Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Newslog für 2024. Neben mir steht wie immer Alizé. Alizé, wie geht's dir denn? Gut, und dir? Hallo erstmal. Ja, mir geht's auch gut. Sehr schön. Das erste halbe Jahr ist schon rum und wir haben bereits einiges erlebt. Ja, wir waren in Schweden zur Ice Experience, haben den Porsche mal sideways gefahren, das heißt im Drift um die Kurven rum, was wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und das Ganze haben wir zusammen mit unserem Kooperationspartner Kai Riemer gemacht. Und wir haben natürlich auch schon für nächstes Jahr einen neuen Termin, und zwar ist es der 6. Februar bis zum 9. Februar sind wir wieder dort und ihr könnt euch bereits anmelden unter unserer Webseite oder uns gerne eine Mail auf marketing@porsche-mannheim.de senden. Auch im Porsche-Zentrum Mannheim gibt es Neuigkeiten. Wir haben neue Mitarbeiter, zum einen im Verkauf Nicole Bövers als Neu- und Gebrauchtwagenverkäuferin, Christina Kräuter als Finanzexpertin und Tim Westenberger als Verkaufsassistent. Außerdem haben wir im Service auch Verstärkung bekommen mit Thorsten Hallel als Serviceberater. Nachdem wir letztes Jahr mit unserer Race Your Dreams-Kampagne das Team 75 Motorsport bei der DTM begleitet haben, sind wir dieses Jahr wieder auch beim Porsche Sports Cup Germany vertreten mit zwei Fahrzeugen. Einmal mit Marc Bartels und dem Janis Fitcher auf dem GT3 Cup und dem Maiko Duffner auf dem GT4S Clubsport. Ja, die ersten drei Rennen sind auch schon vorüber. Das nächste Rennen steht tatsächlich schon an im August. Und zwar ist das nächste Rennen im Oschersleben. Wenn wir gerade beim Thema Motorsport sind, Porsche Penske Motorsport hat seine Pforten eröffnet in der Lembacher Straße, sozusagen unser altes Porsche-Zentrum, und ist jetzt sozusagen die Homebase von Porsche Penske Motorsport. Anfang März ging es für uns zum Produkttraining nach Lissabon. Hier hatten wir erstmalig die Gelegenheit, die neuen Fahrzeuge zu testen, der rein elektrische Macan, der Porsche Panamera und den Taycan. In verschiedenen Workshops haben wir auch alles rund um Design und Technik erfahren. Eines meiner persönlichen Highlights, wahrscheinlich auch dein Highlight, auf jeden Fall, ich weiß, was du sagen willst, war die Taxifahrt mit dem Taycan Turbo GT auf dem Circuito Estoril. Also wirklich eine Waffe, würde ich sagen. Also Beschleunigung kann man nicht beschreiben. Muss man selber mal erlebt haben. Seit Juni steht der neue Panamera und der neue Porsche Taycan bei uns im Showroom. Und passend dazu haben wir am 15.06. einen Tag der offenen Tür bei uns im Porsche-Zentrum gemacht. Dort konnte man den Taycan Probe fahren und wir haben natürlich auch das Porsche Active Ride Fahrwerk am Porsche Panamera gezeigt. Und die 24 Stunden von Le Mans haben wir live übertragen. Ergebnis war leider nicht ganz so zufriedenstellend, aber nächstes Jahr greifen wir wieder an. Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder mit unserem Kooperationspartner All4Track zusammengetan und hier hatten wir schon einige Fahrevents in Spa-Francorchamps, auf dem Belzer Berg und am Hockenheimring. Und bei unserer Heimstrecke hatten wir besondere Ehrengäste aus Bensheim, das waren die Sonnenkinder. Hier hat einer unserer Sponsoren, Rupp Haustechnik, den Kindern eine Taxifahrt auf ihrem Cayman GT4 Clubsport angeboten und es war natürlich ein sensationelles Highlight für die Kinder. Ja, wer sich vielleicht noch daran erinnert, haben wir im letzten Jahr den Best Boss 2023 in der Metropolregion Rhein-Neckar zusammen mit Radio Regenbogen und Mannheimer Morgen gesucht. Und den hatten wir gefunden, und zwar war das Schäfer Mietwäsche mit Beate Schäfer, die einen Monat lang einen Porsche Taycan sozusagen umsonst fahren durfte. Und passend dazu haben die Mitarbeiter ein Sommerfest bei uns gewonnen und das haben wir eingelöst. Und es war ein sensationelles und rundum perfektes Event. Man sieht es uns vielleicht nicht an, aber Fabian und ich, wir waren gestern noch auf Mallorca. Ja, wir sind nicht braun geworden, das wollte ich damit sagen. Ich werde nie braun. Und zwar hatten wir da unser letztes Produkttraining, die 911 Experience. Neben der Präsentation des Facelifts vom 992 hatten wir auch die Gelegenheit, den 992.1 mit dem 992.2 GTS und der neuen T-Hybrid-Technologie zu testen auf der Rennstrecke. Und es war natürlich wieder ein sensationelles Event von Porsche Deutschland, aus dem wir einiges mitgenommen haben. Nicht nur von der neuen Technologie, sondern auch von der Historie des 911. Und wenn man mal ehrlich ist, man fragt sich ja immer, was kann man am bestehenden 911 noch besser machen? Und die Ingenieure schaffen es immer wieder, einen oben drauf zu setzen. Ja, auch in diesem Jahr bieten wir wieder zahlreiche Ausfahrten an. Und die erste findet am 28. Juli in den Odenwald statt. Leider ist diese schon ausgebucht, aber Alizé, wir haben zwei Alternativen, ne? Genau, wir haben nämlich noch zwei Ausfahrten zusammen mit Reinhard Löwen. Und zwar ist die erste Ausfahrt für unsere Weingenießer vom 10. bis 14. September. Die zweite Ausfahrt geht durch die Bayerischen Alpen über Österreich vom 23. bis zum 28. September und endet mit dem Wiesenbesuch in München. Da gehen wir schön ins Käferzelt. Nähere Infos zu allen Events sowie den Anmeldelink findet ihr bei uns auf der Webseite. Wir freuen uns natürlich über eure Anmeldungen. Für die Golffreunde unter euch bieten wir am 21.09. ein Golfturnier, powered by Porsche Zentrum Mannheim, im Golfclub Bensheim an. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr Teil davon seid. Ihr könnt einfach unter dem Anmeldelink im Newsletter oder auch auf unserer Webseite euch anmelden. Dieses Jahr ist ein bisschen anders, und zwar gibt es die My Porsche App. Alle Anmeldungen laufen darüber und Alizé wird euch jetzt im Kurzen zeigen, wie das funktioniert.
Ja, wie funktioniert das mit den Anmeldungen über die My Porsche App? Ihr geht auf die App drauf oder ihr geht über den Anmeldelink, da werdet ihr auch direkt auf die My Porsche App verwiesen. Unter Entdecken könnt ihr dann die aktuellen Veranstaltungen sowie die Porsche News sehen. Da wählt ihr dann dementsprechend das Event aus, für das ihr euch anmelden wollt. Scrollt ganz runter, dann kommt ihr auf Jetzt buchen, geht da drauf. Dann gibt es immer individuelle Abfragen noch, die müsst ihr einmal ausfüllen und ganz unten geht ihr dann nochmal auf Jetzt buchen. Daraufhin bekommt ihr dann eine Anmeldebestätigung geschickt und ja, das war's dann. Dann seid ihr eigentlich schon angemeldet. Falls ihr merkt, dass es zeitlich doch nicht passt, könnt ihr das Event noch ein paar Wochen vorher natürlich stornieren. Das geht genauso einfach, wie ihr euch auch angemeldet habt. Ihr geht einfach wieder auf das Event drauf, dann gibt es wieder unten einen Button mit Stornieren. Den wählt ihr aus und dann bekommt ihr dementsprechend auch nochmal eine automatische Bestätigung geschickt. Aus aktuellem Anlass möchten wir euch darüber informieren, dass bei uns derzeit die Werkstattauslastung sehr hoch ist und dass es dadurch zu höheren Vorlaufzeiten eures Servicetermins kommen kann. Aber wir haben hier natürlich auch schon eine Lösung, und zwar haben wir zusätzliche Servicetechniker eingestellt, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und wir würden euch auch bitten, jetzt bereits eure Termine für die nächsten Serviceintervalle eures Fahrzeugs zu machen, sodass wir das einfach frühzeitig einplanen können. Ja, das war's auch schon vom Porsche Zentrum Mannheim News Talk für das erste halbe Jahr. Und wenn ihr weiterhin up-to-date bleiben wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram, YouTube, LinkedIn oder Facebook. Und auf unserer Webseite findet ihr auch immer alles zu unseren aktuellen Veranstaltungen.